Die deutsche Industrie hat vor einem Abschwung der Konjunktur gewarnt. Mit Blick auf die Krisen in der Großen Koalition kritisiert der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Industrie, BDI, Dieter Kempf, die Bundesregierung. Sie befände sich in einem Selbstgespräche-Modus. Dies bedeutet Stillstand. Stattdessen müsse das Tempo bei Reformen erhöht werden. Seine Kritik äußerte der BDI-Chef auf dem Tag der deutschen Industrie in Berlin. Vor diesem Hintergrund ist die Rede von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ebenfalls auf diesem Tag der deutschen Industrie mit Spannung erwartet worden. Er hielt sie vor knapp einer Stunde. Wir reichen Ihnen diese Rede jetzt zeitversetzt nach. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken für die enormen Erfolge, die wir am Wirtschaftsstandort Deutschland nicht nur in diesem Jahr, sondern in den letzten 10, in den letzten 13 Jahren zurückgelegt haben. Als ich im Deutschen Bundestag war, als junger Abgeordneter, war der Industriestandort Deutschland von vielen bereits aufgegeben. Es haben viele gesagt, die Sockelarbeitslosigkeit wird nach jeder Wirtschaftsflaute 1 Million höher sein. Die Deutschen müssen die Arbeit, die immer weniger wird, unter den vielen Menschen besser verteilen. Wie das bezahlt werden soll, hat niemand gesagt, außer die Idee von noch höheren Steuern und noch höheren Sozialabgaben. Ich bin letzte Woche dem Bundeskanzler AD Gerhard Schröder begegnet. Und als jemand, der durch und durch CDU-Politiker ist und Wirtschaftsminister mit großer Freude und großem Engagement, war es mir auch ein Bedürfnis, dem ehemaligen Bundeskanzler trotz mancher Meinungsunterschiedlichkeit in der Sache ein herzliches Dankeschön dafür auszurichten, dass er im Jahre 2003 nach vielen Jahren vergeblichen Wartens den Mut hatte, eine Agenda 2010 auf den Weg zu bringen, dass wir die notwendigen Reformen und Strukturreformen umgesetzt haben und dass Sie, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Möglichkeit hatten, auf dieser Grundlage den Wirtschaftsstandort neu zu erfinden. Wir haben heute meine Damen und Herren, nicht nur die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung, die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa. Wir haben den Prozess der Abwanderung industrieller Arbeitsplätze gestoppt und in einigen Bereichen umgekehrt. Wir haben heute zwischen 20 und 22% Industriearbeitsplätze. Und die Zeiten sind vorbei, wo diese Arbeitsplätze diskreditiert worden sind als schmutzige, als braune, als überlebte Arbeitsplätze, weil den Dienstleistungen die Zukunft gehört. Ich kämpfe auch um Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich. Aber dass wir heute so ein hohes Maß an individuellem und gesamtstaatlichem Wohlstand haben, das geht auch darauf zurück, dass wir die höchste Zahl von Industriearbeitsplätzen in ganz Europa haben. In der Automobilindustrie, in der Medizingerätetechnik, in der optischen Industrie, im Maschinenbau, in vielen anderen Bereichen. Und lassen Sie es mich hier sagen, solange wir in diesem Bereich unsere Stärken erhalten und ausbauen, darf es uns um den Standort Deutschland nicht bange sein. Und deshalb müssen wir um jeden einzelnen Industriearbeitsplatz auch in Zukunft kämpfen. Und ja, lieber Herr Kempf, Sie haben das zu Recht angesprochen, die Strompreise. Und ich stehe an Ihrer Seite. Aber diese Diskussion ist ja nicht im luftleeren Raum. Obwohl die Börsenstrompreise gestiegen sind, moderat, sind sie immer noch unter dem Niveau, was wir im Jahre 2008 oder 2007 hatten. Nein, das Problem, was Sie haben, ist, dass durch die Stromsteuer, dass durch die EEG-Umlage in vielen Bereichen Belastungen auf den Strompreis hinzugekommen sind, die wir für die energieintensiven großen Unternehmen weitestgehend egalisiert haben, die dem mittelständischen Unternehmer, der keine Schwellenwerte erreicht, der nicht so viel Strom verbraucht wie die BASF oder eine Aluminiumgießerei, das Leben aber schwer machen. Und deshalb, lieber Herr Kempf, ich bin bereit, eine Diskussion darüber zu führen, wie wir das ändern können. Ich war Umweltminister und war der Erste in diesem Job, der sich getraut hat zu sagen, die Energiewende wird, wenn wir nichts tun, im Jahre 2040 1 Billion Euro gekostet haben. Ich war derjenige, der sagte, die Energiewende muss volkswirtschaftlich bezahlbar sein. Und es ist uns gelungen, in der letzten Großen Koalition, auch mit Hilfe des Bundeskanzleramtes, der Kanzlerin und des Kanzleramtsministers, durch zwei Novellen zum EEG die
Was habe ich jetzt falsch gesagt? Also ich habe irgendwas falsch gemacht, aber es war jedenfalls nicht böse gemeint. Es ist uns gelungen, in der letzten Großen Koalition gemeinsam dafür zu sorgen, dass der Ausbau erneuerbarer Energien heute zu einem Bruchteil des Preises möglich ist. Photovoltaik, vor wenigen Jahren 90 Cent die Kilowattstunde Einspeisevergütung, heute Freiflächenanlagen für weniger als 4,5 Cent. Das ist deutlich unter dem aktuellen Börsenstrompreis. Das haben wir geschafft, ja. Aber wir schleppen eine riesige Menge an Einspeisevergütungen mit uns herum, die zugesagt worden sind vor 10, vor 12, vor 15 Jahren, vor 5 Jahren noch, als niemand glaubte, dass die erneuerbaren Energien so günstig ausgebaut werden können. Und da wir uns alle einig sind, dass wir in erworbene Rechte, in Bestandsrechte nicht eingreifen wollen, weil das Eigentum uns heilig ist, müssen wir darüber nachdenken, wie wir Lösungen finden, die es auch für mittelständische Unternehmer, ob es Bäckereien sind, ob es Maschinenbauunternehmen sind, die sehr viel Strom verbrauchen, es ermöglichen, dass sie den Wettbewerb mit ihren Konkurrenten und Mitbewerbern in Frankreich, in Italien, in den USA aufnehmen können. Ich möchte Ihnen anbieten, lieber Herr Kempf, dass wir uns noch in diesem Jahr zusammensetzen und dass wir darüber reden, was wir tun können, damit die Belastung durch den Strompreis für diese Unternehmen in einem ersten Schritt nicht weiter steigt und in einem zweiten Schritt in den nächsten Jahren sukzessive gesenkt wird. Und dann meine Damen und Herren, glaube ich auch, wenn man sich die Zahlen des Wachstums ansieht, die immer noch gut sind, dass wir heute darüber reden müssen, was denn geschehen muss, damit sie im nächsten und im übernächsten Jahr noch gut bleiben. Wir werden, wenn der Wachstum ins 10. Jahr geht, den längsten Aufschwung haben, seit Ludwig Erhard nicht mehr Bundeskanzler ist. Wir werden damit auch zeigen, dass es keinen Automatismus gibt, dass nach einem Aufschwung, egal wie lange er ist, irgendwann der Abschwung wieder kommt. Wir haben gelernt aus der Banken- und Börsenkrise, aber nicht alle haben das Gelernte bereits umgesetzt in die tägliche politische Praxis. Und dazu wird ein Wirtschaftsminister gebraucht. Wir haben in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben, dass wir wollen, dass die Rahmenbedingungen deutlich sind, dass die Sozialabgaben nicht über 40% steigen. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, manche Diskussionen der letzten Wochen über die Frage, wie das Rentenniveau im Jahre 2040 zu sein hat, über die Frage, ob man den einen Beitrag 0,5% senkt und den anderen 0,5 erhöht und was mit dem anderen Beitrag wird, und das war ein Hantieren mit bunten Bällen, wo ich mich nicht wundere, wenn mancher mittelständische Unternehmer sagt, das kann verstehen, wer will, aber mir leuchtet das nicht ein. Ich möchte wissen, welche Belastung mich konkret in den nächsten Jahren erwartet. Und deshalb möchte ich Ihnen hier ein Versprechen abgeben, das ich hoch und heilig genauso meine, wie ich es sage. Ich werde als Bundeswirtschaftsminister keiner Maßnahme zustimmen, die dazu führen, dass die Sozialversicherungsabgaben die 40%-Grenze überschreiten. Weder kurzfristig noch langfristig. Wir müssen dieses Versprechen einhalten, ansonsten verlieren wir die Glaubwürdigkeit in unsere staatlichen Rahmenbedingungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen uns unterhalten über die Frage, was Innovationen bedeuten für unseren Standort. Als ich noch Kanzleramtsminister war, riefen manchmal einige von Ihnen an und sagten, wir haben vor, ein Unternehmen zu übernehmen. Was raten Sie uns dazu? Ich habe das euch gut überlegt. Ja, kostet es nicht ein bisschen viel? Nö. Dann ist es ja in Ordnung. Ich bin der Auffassung und war der Auffassung und werde der Auffassung sein, dass der Staat sich aus betriebswirtschaftlichen Entscheidungen von Unternehmen herauszuhalten hat. Und dass wir nämlich überhaupt gar nicht imstande sind, Dinge besser einzuschätzen und zu erkennen als Sie, die Sie mit Ihrer Person das unternehmerische Risiko tragen. Aber es gibt auch Entwicklungen, die werden durch die Summe der betriebswirtschaftlichen Entscheidungen nicht so in die richtige Richtung gelenkt, dass am Ende für die Makroökonomie am Standort Deutschland das herauskommt, was wir dringend brauchen. Wir haben in den 60er Jahren, weil wir im Innovationsbereich zu schlecht waren, die Unterhaltungselektronik verloren nach Asien. Damals gab es die neuen Transistorgeräte und plötzlich war Max Grundig mit seinem Unternehmen pleite und viele andere Unternehmen auch. Wir haben erlebt, dass manche andere Innovation nicht in Deutschland stattgefunden hat. Und jetzt stehen wir vor einer neuen, vor der größten Innovationswelle, die es seit Erfindung der Dampfmaschine gegeben hat.
Es geht darum, dass die Digitalisierung, aber vor allen Dingen die künstliche Intelligenz, noch einmal die Claims neu absteckt, dass alte Wahrheiten nicht mehr gelten, dass neu ausgespielt wird, wer ist vorne und wer ist hinten. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, wie sich Deutschland in diesen Veränderungsprozessen aufstellt. Die künstliche Intelligenz wird in allen Bereichen der Industrieproduktion dazu führen, dass es nicht mehr den Unterschied gibt zwischen der klassischen Industrie und den Maschinen auf der einen Seite und dem unkörperlichen Internet auf der anderen Seite. Nein, es wird dazu führen, dass jede Maschine in einer unglaublich komplexen Art und Weise mit anderen Maschinen interagiert, damit Synergien erzeugt und Produktivitätssteigerungen ermöglicht. Und die Frage, wer diese Innovation trägt, ob es diejenigen sind, die die Maschinen heute bauen, oder ob es diejenigen sind, denen das Internet heute gehört. Das ist eine entscheidende Frage für den Standort Deutschland. Sind wir bei der künstlichen Intelligenz, beim autonomen Fahren, sind wir dort die Besten weltweit? Können wir uns vor Stolz auf die Brust klopfen und sagen, wenn der Staat sich weiter raushält, dann werden wir diesen Wettlauf gegen die Googles, die Amazons, die Apples und die Microsofts gewinnen? Oder haben wir nicht viel mehr? Eine gemeinsame Herausforderung vor uns, dafür zu sorgen, dass die alten Arbeitsplätze, die aufgrund der Produktivitätssteigerungen wegfallen, nicht in Europa wegfallen und die neuen Arbeitsplätze aufgrund der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung in den USA und in China neu entstehen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und dafür reicht es nicht, in Forschung alleine zu investieren. Wir erarbeiten eine KI-Strategie der Bundesregierung, die wir in diesem Jahr verabschieden werden. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, wir sind heute schon Weltspitze im Bereich der Forschung. Mit dem DFKI von Professor Walster und vielen anderen Einrichtungen leisten wir hervorragende Grundlagenarbeit. Aber 60% der Forscher weltweit im Bereich der künstlichen Intelligenz, wenn es die Spitzenforscher sind, haben einen Vertrag mit Google, mit Amazon oder mit Apple. Und diese Menschen liefern ihre Erkenntnisse an Forschungs- und Entwicklungsteams, wo dreistellige Milliardenbeträge investiert werden, um die PS auf die Straße zu bringen, um Anwendungen zu entwickeln, die dann dazu führen, dass Wertschöpfung in großem Rahmen entsteht. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben die Firma DeepL in der Nähe von Köln. Die machen die weltweit beste maschinelle Übersetzung mit künstlicher Intelligenz für die großen Sprachen. Wir haben eine Firma in Lettland, die macht die weltweit beste Übersetzung in dem Bereich für die kleinen Sprachen. Und wir haben ein großes Industrieunternehmen in Deutschland, eines der größten überhaupt, die arbeiten mit einem Start-up an maschineller Übersetzung für technische Spezifikationen von Dynamos und Generatoren und vielem mehr. Das ist großartig. Aber was geschieht denn, wenn in einigen Jahren ein Konzern wie Google oder Apple alle drei Unternehmen übernimmt und zu einer einheitlichen App zusammenführt, die dann auf jedem Handy und in jedem Computer installiert ist. Und da kann Herr Grillo in China mit Deutsch telefonieren und der Chinese antwortet auf Mandarin. Und wir haben eine völlig neue Situation und eine riesige Wertschöpfung und wundern uns, warum sie aus Deutschland weggegangen ist. Und ich will ein konkretes Problem ansprechen. Wenn Sie sich die großen Internetplattformen anschauen, die an Wertschöpfung immer mehr gewonnen haben, die heute einen höheren Börsenwert haben als die allermeisten deutschen DAX-Unternehmen. Wenn wir uns das ansehen, und dann stellen wir fest, dass alle diese Unternehmen amerikanische oder chinesische Staatsbürger sind, dass sie es geworden sind. Wenn Sie ein Unternehmen wie beispielsweise Booking.com sich vor Augen halten, das war ein niederländisches Start-up, die haben eine tolle Idee gehabt. Und irgendwann brauchten sie 100 Millionen oder 80 Millionen Euro, und sie haben dieses Geld von amerikanischen Investoren bekommen. Und seither hat dieses Unternehmen amerikanische Wurzeln und einen amerikanischen Pass. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir arbeiten derzeit auch an einer Industriestrategie für die Bundesregierung und für die Bundesrepublik Deutschland, wo wir unsere Interessen klären wollen, sowohl was die traditionellen Industrien angeht, sowohl die Bereiche, wo der Staat sich raushält, als auch die Bereiche, wo der Staat durch seine Tätigkeit die Initialzündung dafür setzen kann, dass die Marktwirtschaft auch in Deutschland und in Europa dauerhaft Arbeitsplätze schafft. Ich habe gegenüber dem französischen Präsidenten, als er auf Schloss Meseberg war, die Idee eines Airbus für künstliche Intelligenz in die Diskussion gebracht, dass wir nämlich mit Google und anderen auch darum konkurrieren,
wo die besten Anwendungen herkommen, wer die besten Start-ups weltweit übernimmt und dafür sorgt, dass die Produkte in Europa und in Deutschland produziert werden. Ein Mittelständler wird dies nicht tun können. Und ein Automobilhersteller sagt, ich habe doch noch nie Batterien oder autonome Plattformen entwickelt. Und Sie haben beide recht. Aber, meine Damen und Herren, wenn am Ende alle Lösungen über den größten Teich schwimmen und am Ende die Wertschöpfung dorthin abwandert, dann haben wir mit Zitronen gehandelt. Und deshalb lassen Sie uns gemeinsam darüber diskutieren, wie wir uns so aufstellen müssen, dass wir die Marktwirtschaft bewahren, aber trotzdem dafür sorgen, dass die Entwicklungen in die richtige Richtung gehen. In einem meiner ersten Interviews habe ich gesagt, Franz Josef Strauß ist eines meiner Vorbilder. Nicht im Hinblick auf die Physis und nicht im Hinblick auf den Umgang mit der deutschen Sprache, sondern im Hinblick darauf, dass er in den 70er Jahren die Frage gestellt hat, was ist die größte Veränderung in meinem politischen Leben? Die Antwort war die exponentielle Zunahme der zivilen Luftfahrt. Damals gab es ein Monopol für Boeing und McDonnell Douglas. Es gab nur amerikanische Produzenten von großen Verkehrsflugzeugen. Und Franz Josef Strauß hat dafür gesorgt, dass wir mit Airbus imstande sind, heute 50% dieser großen Flugzeuge weltweit zu bauen. McDonnell Douglas und Airbus haben fusioniert. Über diese Fragen müssen wir diskutieren. Und lieber Herr Kempf, Sie haben doch recht, wenn wir monatelang, wochenlang über alle möglichen Themen der gegenseitigen Eitelkeit diskutieren, dann werden wir nicht die Zeit dafür haben, die wirklichen Probleme anzusprechen und zu lösen. Und deshalb Dankeschön für diese Philippika, die Sie uns gehalten haben.